Also die Lehre in dieser Garage macht so besonders das Team, das du herum hast. Du hast überall hochqualifizierte Mechaniker, Mechatroniker, Diagnostiker und Meister, wo du bei allen Problemen kannst fragen und sie dir eigentlich immer weiterhelfen können. Durch das profitierst du auch in deiner Lehre. Du kannst sehr viel von denen abschauen, nimmst sehr viel mit. Und das macht die Lehre hier schon sehr speziell. Der Lehrende soll bei uns die Ausbildung machen, weil wir abwechslungsreiche Arbeit anbieten können durch unsere Magenvielfalt. Der Lehrende hat verschiedene Leistungsziele, die wir bei uns in der Werkstatt abdecken können. Und somit hat er eine sehr gute Ausgangslage für die QV oder Lehrabschlussprüfung genannt. Hat er eine sehr gute Vorbereitung dafür. Wir sind ein Familienbetrieb. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Lerner übernehmen können, wenn es irgendwie geht. Also wir müssen natürlich auch Arbeit haben für sie, das ist klar. Aber Amy Frey hat ja das Denken vom Familienbetrieb und zu der Familie gehört halt, dass man die Jungen auch mitnimmt. Und wir müssen unsere Talente von morgen müssen wir heute ausbilden und machen das sehr aktiv und wollen das auch, oder machen das auch bewusst, dass wir sie nachher dann auch für uns wieder einsetzen können und sie in unserem Team mitschaffen und die Familie eigentlich so ein bisschen komplett ist. Bei mir ist es eigentlich schon seit der Primarschule völlig klar gewesen, was ich mache, weil ich schon von klein auf Autobegeistert war und auch immer bis auf der Rennstrecke war mit meinem Vater. Ich fahre Kart seit ich 6 bin, hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen. Und das ist bis jetzt immer noch mein Traumberuf und ich bin immer noch super glücklich, dass ich das gemacht habe.